So, jetzt gehen wir raus. Draußen wird es kälter und wir packen uns alle mit Wintermantel und Schal ein. Aber das Gleiche sollten wir auch für die Pflanzen tun, denn auch die wollen es im Winter warm haben. Getrocknetes Gras, Laub und Tannenzweige. Damit sind Kübelpflanzen im Winter genauso gut eingepackt wie mit Plastik- oder Fließdecke. Und dazu viel umweltfreundlicher. So haben die Menschen das früher ja auch gemacht, sagt Bernhard Weimer, Gärtner aus Neu-Ulm. Vor allem das Laub ist für eine Kübelpflanze wie den Rosmarin so etwas wie eine natürliche Heizung. Man kann beim Sonntagsspaziergang mal eine Tüte mitnehmen, sich mit Laub bestücken. Laub können Sie im Frühjahr wieder auf den Kompost tun, geht zu Humus, belastet die Umwelt in keinster Weise. Und während Sie das einwintern, ist es so, dass das Laub die Mikrobakterien mit Mikrobakterien arbeitet, beziehungsweise die darin arbeiten und uns sogar noch Wärme bringen. Das Laub einfach zusammen mit dem Gras in eine Kiste oder einen Korb schichten, darauf den Kübel stellen und rundherum noch einmal abdichten. Jetzt fehlt nur noch ein Schutz für oben. Das größte Problem ist, wenn es recht kalt ist, der Topf gefriert dann doch oder das Wasser im Topf, was die Pflanze verwenden könnte. Und wenn die Pflanze dann in der Sonne steht oder Sonne abkriegt, fängt die an Wasser zu verdunsten, bekommt aber aus der Erde nichts mehr nach, weil das gefroren ist und dann vertrocknet sie. Tannenzweige sind zum Beispiel ein guter natürlicher Sonnenschutz. Und wer mag, dekoriert zum Schluss noch mit den Zapfen. Damit eine Fuchsie den Frost übersteht, reicht all das nicht aus. Sie gehört zu den Pflanzen, die eigentlich im Mittelmeerraum zu Hause sind und muss daher nach drinnen verfrachtet werden. Am besten hell und kühl ins Treppenhaus oder in den Keller. Damit sie da aber nicht anfängt zu schimmeln, muss sie erst einmal Blätter lassen. Wir schauen nach dem verholzten Teil der Pflanze und von dort gehen wir so circa 3 Vegetationspunkte nach oben. Das sind immer so die kleinen Blättchen, da wird wieder ein neuer Trieb kommen. Und oberhalb dem Trieb lassen wir nochmal 2, 3 stehen, so damit wir nochmal einen Nachschnitt im Frühjahr machen können. Deutlich gröber können Sie die Gartenschere bei Dahlien ansetzen, gut 10 cm über der Knolle. Die dann einfach mit einem Spaten ausheben und zum Beispiel in einer Kiste im Keller abstellen. In diesem Fall auch gerne dunkel, denn die Knollen halten Winterschlaf. Hey liebe YouTuber, hat euch der Inhalt von unserem Beitrag gefallen? Dann lasst uns bitte ein Gefällt mir da und abonniert unseren Kanal und auch die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer mit, wenn es etwas Neues gibt. Viel Spaß!